Recht herzlich willkommen zur 158. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, die Rakete hier, die haben wir ja gebaut letztes Mal und der Dralo hat mir schon geschrieben gehabt, da sind doch einige Sachen drin, die ich vielleicht anders gestalten sollte. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier den Okta drin, sollte aber vielleicht den... Habe ich denn tatsächlich den Okta drin? Tatsächlich. Sollte besser den Hex nehmen, weil der dann doch definitiv die bessere Wahl ist, ne? So, jetzt muss man mal schauen. Na, jetzt habe ich die ganze Rakete. Wo muss ich ihn anpacken, um dass ich das rauskriege? War das hier? Ja, das wird nämlich jetzt sich schwierig gestalten. Pack den mal weg. Ich muss mal gerade reinzoomen. Da war jetzt sowieso, glaube ich, nur eine drin. Da kann das sein. Jetzt habe ich es. Okay. Ja, das ist unser Kern. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Ne? Den kriege ich nicht los, weil das erste Bauteil ist, ne? Oder? Ah, ne. Geht wohl doch. Wo ist er? Da ist er. Okay. Jetzt erstmal dahin. So, jetzt mal gucken, dass ich... Ja, das ist... Ich glaube, da fangen wir nochmal neu an. Das ist sowieso ab. Wir sind sowieso ziemlich... So, wo ist er jetzt? Gut, das passt. Wir nehmen den. Und da bauen wir jetzt unsere Rakete drum. Wir brauchen in der Oberstufe 3000 Meter die Sekunde. Und in der... Der Standard 3.4. Dralo hat das so auf 1.5 bis 2. Und... in der 3000 in der Oberstufe, Mittelstufe 1,5 hat er und in der Unterstufe hat er dann 2000. So ist das gewesen. Der Okta, der Okto, der kann halt nicht Prograde, das kann der hier schon. Und deswegen sollten wir den nehmen, hat er mir noch geschrieben. Und okay, wir hatten letztes Mal an der anderen Rakete noch keine Dingens dran, wie heißt es, noch keine Antennen und sowas, das war klar, dass das noch fehlte. Ich wollte eigentlich auch immer überlegen, da zwei Satelliten noch irgendwie dran zu machen und habe das dann nachher wohl verworfen. Und ja, dann lief's anders. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt brauchen wir erstmal... Ja, die Teile, wo wir das dann da reinbauen können, ne? Und er sagte, ich soll auch keine Sorgen drum machen, auf 2,5 Meter gehen, ne? Auch schon in der Mittelstufe. Deswegen, da müssen wir mal gucken. War das jetzt der? Ich glaube, ne, der ist zu groß. Dann war das der wohl, ne? Den können wir da jetzt reinbauen. So, machen wir die Türen auf. So, das sieht dann schon mal ganz gut aus. Und war das der? Ne. Da hatten wir... Die würde da drauf gehen, aber ja, wir brauchen ja nicht zurück. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch keine Dingens. Wie heißt es? Kein Fallschirm, ne? Macht ja dann auch Sinn. So, jetzt... kriegt man da oben auf noch strommäßig was? Warte, wo war der? Der ist da. Kriegt man den da oben drauf? Glaub schon, ne? Läuft. Gut. Ja, der sitzt da noch gut drauf. Dann ist das noch so, dass wir dort noch Batterie anbringen. Ne, das kann offen bleiben. Das kann wieder drauf. Batterieantenne meine ich natürlich. Und da sollte ich eine Relais, die größte, die ich habe, anbringen. Ja, das ist diese, ne? Ja. Nur wo? Die würde ich ja auch gerne so da drin haben. Ja. Wie pappt die dann da dran? Also. Sonst, das war schon richtig. Den wieder weg. Die da drauf, ne? Geht die? Ist die Frage, ob das ist jetzt nicht eingesnappt, oder? So, jetzt ist es richtig eingesnappt.
Und da müssen wir jetzt so eine Kappe drum machen, die wir nachher absprengen können. Aber lass uns erstmal gucken, dass wir alles mitnehmen, was wir überhaupt brauchen, ne? Solarpanels zum Beispiel wären sinnig. Und zwar die. Ach, die sind auch so groß. Lass mal ein bisschen reinzoomen. Ne, das ist jetzt die falsche Drehrichtung. So, kann ich die jetzt erstmal doppeln? Wenn ich jetzt die Tür zumache, geht das nicht, ne? Doch, sieht gut aus. Sind noch drinne. Öffnen. Super, oder? Läuft. Nee, nicht schlafen. Den wieder reinmachen. Gut. Dann brauchen wir noch Batterie, haben wir da oben ja drin. Wie will. Das war die kleinen. Das war schon. Wie groß ist die? Wo steht's? Toleranz. Strom 200. Die Antenne ist da drüber. Das gefällt mir schon mal. Die Solarpanels sind da drin. Das ist auch okay. Jetzt, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier brauchen wir nichts raus. Ach so, da. Ja, da brauchen wir noch ein Dingens. Wie heißt es? Science Junior. Das finden wir hier, ne? Das machen wir da mal hin. Thermometer kann da rein. Sitzt das dann da passend? Ja. Dann das Barometer ist da. Ach so, das ist gedoppelt. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Das machen wir mal einfach. Und das packe ich dahin. Das ist dann auch okay. Dann haben wir hier noch ein GU. Den würde ich dann wieder. Ah, bringt's das, den zu doppeln? Der geht da nicht hin. Der geht aber dann dahin. Jetzt haben wir das wieder falsch gedreht. Diesmal ist dann. So. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Es läuft, ne? Nee. Ich möchte den jetzt mal so haben, dass ich ihn auch anbauen kann. So, das ist schon mal so richtig. Jetzt packt er den so an. Nee. Ja, danke. Oh, leicht aus der Mitte. So passt's, oder? Haben wir wieder Symmetrie eigentlich, denke ich. Sollte alles soweit gut sein. Das, was ist das? Da haben wir den, ne? Das reicht ja. Ja, ich guck mal gerade nach, was der Dralo mir geschrieben hatte. Thermobaro auch mitnehmen, gibt zusätzliche Science. Antennen und Solarzellen sind hilfreich, hab ich dran. Ich glaube, jetzt ist es im Endeffekt alles, was wir brauchen von Messinstrumenten. Das Ding geht noch zu, denke ich. Die Spitze macht schon guten Eindruck, müssen wir gleich nur gucken, dass das funktioniert. Ja.
Das ist auch klar. Jetzt brauchen wir in der Oberstufe dann als nächstes erstmal Sprit. Oder machen wir oben erst dieses Bauteil drauf. Welches war denn das jetzt hier? Adapter. Wo ist dieses? Nutzlast, sondern lass mal da nochmal reingucken. Ja, okay, das ist. Wäre wahrscheinlich auch das vielleicht nicht schlecht gewesen. Ne, das funktioniert anders. Ach so, doch, das wäre das Richtige gewesen wahrscheinlich. Ja, super, das wäre es gewesen, ne? Und das sprengt sich dann ja nachher ab, oder? Aber dann sind meine Gus weg. Ja, nee, ich glaube, das ist dann doch wieder nicht gut, oder? Ja, super, das hat gut geklappt. Gut, dann müssen wir das Bauteil nochmal bearbeiten. Nochmal bitte weg, nochmal bitte weg. Und das auch nochmal weg. Hätte ich natürlich alles hier neben liegen lassen können, ne? So, das nochmal hin. So. Nee. Ich glaube, bis da ist schon richtig. So, und jetzt nochmal die Antenne holen. Die kommt da rein, gesnappt. Ich weiß nicht, ob die jetzt da dran snappt, das ist die Frage, ne? Jetzt auf jeden Fall. Dann die doppeln. So. Sieht gut aus. Und ich muss das Teil hier nochmal neu gestalten. Ne? Kriege ich das nochmal bitte in den Baumodus? Nee. Gibt's hier was? Bekleidung bearbeiten, da ist es. So. Und fertig. Sollte jetzt funktionieren. Jetzt haben wir zwar zwei doppelte Geschichten, aber hätte man wahrscheinlich auch alles anders machen können, aber ist ja jetzt mal eine Alternative. So. Bisschen raus. Tankmäßig ist das zu klein. Wäre das passend? Jetzt müssen wir nur gucken, wie groß muss der Tank sein. Na, das wird. Werden wir gleich sehen. Erstmal. Wie hieße? Terrier. Keine Atmosphäre. Dann sind das 1800. Also ist der Tank ein bisschen klein. Brauchen wir einen größeren. War das der dann? So, und dann haben wir 2800. Ja, ich
mach das noch da dran. Ne? Dann habe ich 3-1, dann bin ich auf der sicheren Seite. Gut, dann die Kappler. Entkoppler. Der ist der Große. Da, ach ja, ich weiß, da steht es ja auch dran, ne? Das ist jetzt der Richtige. Hier, die 12 steht jetzt für 1,2 Meter, ne? Oder wie war das? Gut, das haben wir. Dann hat der Dralo geschrieben, soll ich halt gleich schon auf die richtige Größe von 2,50 gehen. Also keine Sorgen sich da machen. Adapter. Führen und steuern. Ja, nee. Wo habe ich denn jetzt Adapter gehabt? Waren die hierbei? Ja. Jetzt müsste man nur wissen. Nee. Nee. Der ist es. Der Kappler. Warte mal, was haben wir jetzt hier? Doch, der Dickkoppler ist ja schon da dran. Er passt, habe ich richtig gemacht, ne? Jetzt kriege ich das Teil da nicht wieder. Doch, jetzt habe ich es. Gut. So. Und dann zieh mal raus so ein bisschen. Brauchen wir einen Tank und ein Triebwerk. Triebwerk. Tank. Und Triebwerk. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viel das werden wird. Hauptsegel. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie die dann heißen, ne? Hauptsegel, was für eine Übersetzung. Super, oder? Dann die Puddel. Das müsste die sein dann. Gut, dann müssen wir jetzt hier aber einmal ausschalten. Achso, wir müssen hier mal Gruppierungen machen, ne? Warte mal, das ist aber tatsächlich die Oberstufe schon. Nee, das ist da reinzumachen. Da, warte mal, das war das Absprengen, ne? Genau. Das ist das, das passt. Und hier sind wir jetzt in der Unterstufe dann, in der Mittelstufe. Das passt auch. Das ist dann S2. Ist ein klein bisschen zu wenig. Muss noch ein bisschen mehr. Also noch ein Tank dazwischen. Eins, drei. Ne, das glaube war mit Atmosphäre, ne? Muss ich den doch mal höher kriegen. Und eigentlich noch viel höher, ne? Ich glaube, wir sind viel zu tief. Warum ist das jetzt alles rot? Irgendwas passt hier gerade nicht. Weil da der Hex ist. Und den habe ich nie angepackt. Super. Wo ist er? Da ist er. Öffnen wir mal die Türen. Und dann muss ich den mal... Ah, super. Das wird jetzt äußerst schwierig, den richtigen Part da anzupacken. Ne? Kriege ich es auf der Seite besser hin? Ich glaube, jetzt habe ich ihn... So, ist noch nicht passend. Jetzt hat er mir natürlich das wieder alles durcheinander gehauen, auch schön. Das bedeutet da eine 2.
Ja, muss so sein. So passt es. Mal checken. Ja, 1-4. Einer passt hier nicht. Oder, nee, lass mal den da rein, den da rein, den da drunter. Und, ja, lass ich so. Dann die Kappler dran. Wo waren die jetzt? Da. Der. Passt. Den muss ich jetzt aber gucken, dass der ist er aber auch. Nee, der kann da rein. Die beiden starten. Genau, dann die. Passt. So, da wieder Tanks dran. Das ist schon der größte, ne? Der war dicker, ne? Ne, der ist auch so, okay. Lass mal ganz schnell hoch. Ganz hoch. Einmal runter scrollen. Und Triebwerk fehlt noch. Wo ist die jetzt? Ist das das richtige Triebwerk? Nee. Madrado hat mir hier doch die Pudel geschrieben als Herrer. Ah, für die Mittelstufe, alles klar, dann ist es schon klar, da muss die Pudel, ja, ja. Achso, da hat er mir auch noch geschrieben, dass ich das auf der Dingens ausprobieren sollte, auf dem, ja. Ach, Action Groups sollte ich auch noch einbauen. Oh, ich glaube, das wird etwas schwieriger mit den Action Groups. War das jetzt das Richtige? Ja. Oh, ist gar nicht mal die Höhe schlecht. Jetzt müssen wir nur, okay. 2000, das heißt, wir müssen mal gerade ganz schnell nach oben. Die Rakete noch höher anpacken. Nochmal wieder runter. Kann man das eigentlich mit Steuerung oder Shift? Ne, kann man nicht verschnellern. Das nochmal weg. Und nochmal Sprit. Würden Sie bitte mal dieses... Also er mag es nicht, dass ich das anpacke, ne? So, 1,9. Ne, der war es jetzt nicht. Der war es. Ja. Der. Passt. Jetzt habe ich die 50 da mehr, die da mir fehlen sollte, vielleicht funktionieren. Triebwerk ist ein bisschen in der Erde, also hoch. Da oben hin. Und wahrscheinlich so. Und jetzt, ich glaube, das passt, oder? Da steht ein bisschen in der Luft, vielleicht noch einen kleinen Tacken höher. Und da müssen wir sowieso noch ein Gerüst dran machen, sonst gibt die uns ja auf der Startrampe um. So, das passt. Jetzt noch den Baukran da dran. Da ist es. Den, ja, gedoppelt ist er, okay. Also, wir haben ja so ein paar Hilfsmittel, die wir vielleicht jetzt benutzen sollten. Minus mal einmal raus, damit ich das dann noch sehe. Wird er auch angezeigt, oder? Da ist er, okay. Jetzt nochmal den. Sollte funktionieren, oder?
Schwerpunkt ist unten. Wir sind knapp drüber. Ach komm, ich habe ein bisschen Sorgen. So sollte es funktionieren, oder? Gut. Tür zu. Und dann auch die Geschichte mit den Action Groups. Ja, ja, genau. Ich glaube, die Action Groups, die machen wir in der nächsten Folge. Die wird sonst hier auch wieder US lang. Der Dralo kann natürlich dann nochmal mir dann sagen, wie das hier so aussieht mit dem Ding, ob das so gut ist. Also ich finde, es sieht schon mal ganz nett aus. Hier könnte es natürlich aerodynamisch etwas steiler sein vielleicht. Müsste man dann nochmal überlegen. Aber im ersten Schritt, sag ich mal, ist das vielleicht nicht schlecht. Na, aber wie das immer so ist. Wenn man dann was gebaut hat, dann... Ach so, ja, das auf jeden Fall soll ich nochmal... Warte, erstmal müssen wir die Kiste abspeichern. Ja, speichern. Und dann möchte der Dralo auf jeden Fall noch sehen, wo der Duna steht. Das war hier. Wie der steht, wo der steht. Flight Engineer. Okay, wir scrollen mal raus. Das war jetzt Minmus. Eve, da ist Duna. Ja, weiß nicht, ich mach mal weiter raus. Die Position ist nicht unbedingt die schlechteste, würde ich sagen, ne? Weil... Och, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer schneller ist. Wenn wir hier schneller wären, das wäre natürlich top. Wenn der schneller ist, was ich jetzt nicht weiß, hier. Nee, das wird ja weniger, oder? Ja, das wäre also top. Ich glaube, das ist eine gute Position, um dahin zu fliegen, weil wir nähern uns der Geschichte sogar noch an, wenn wir hier so rüberfliegen, ne? Ja, das wäre vielleicht dann eine gute Geschichte. Ist gerade der beste Zeitpunkt, das sogar zu tun, würde ich sagen. So, jetzt nochmal schnell gucken. Die Relais-Antenne habe ich gemacht. Dann Solarpanels etc. ist klar. Action Groups muss ich nächstes Mal machen. Okay, den Oberstufe habe ich jetzt nicht auf Launch Patch gemacht. Das könnte man trotzdem noch testen. Aber ich glaube, das funktioniert sowieso. Und ja. Bitte mal die Tracking Station zeigen, nachschauen, wo Duna gerade steht. Haben wir gemacht. Ach, die Zielorbits wollte Dingens noch sehen. Sag schon, Dralo noch sehen. Ja. Da. So, jetzt muss ich nur gucken. Warte mal, was steht denn? Ach, das haben wir noch gar nicht geguckt, was hier drinnen steht, ne? Hinweis Thermometer. Mystery Goo. Stabilität halten. Mystery Goo, Thermometer Materials Bay of Satellite. Ja. Das ist die festgelegte Umlaufbahn. Kann man die jetzt hier so sehen? Ja, wohl die beiden, ne? Ist die Frage, welche ist. Ist aber wahrscheinlich, ne. Es gibt keinen Punkt, wo sie sich kreuzen, würde ich sagen, ne? Und das ist, ja, ist von beiden das gleiche. Also, ja, ist ein bisschen, hier ist wahrscheinlich irgendwo der Punkt, ne? Wo dann der Wechsel stattfinden muss von einem zum anderen Orbit. Aber das kriegen wir, denke ich, auch mit der
Anzahl von unser DV Delta V dahin. So, jetzt lassen wir mal gucken. Und can generated power. Das haben wir, glaube ich, erreicht die festgelegte Umlaufbahn um Duna mit Abweichung marginal. Thermometer und festhalten passt. Und das passte ja auch. Okay, das müsste alles soweit dabei sein. Gut, ja, dann würde ich sagen, ist es soweit gut. Wir haben hier 75, da können wir nichts von kaufen. Und wir können aber definitiv hier noch schnell mal reingucken. Kerbin, Minmus, Minmus. Touristen befördern, Kerbin, Minmus, Minmus. Umlaufbahn um die Sonne. Gut, okay, da ist jetzt nichts bei. Dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Runde reichen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.